Da sind viele beteiligt und Schatkowski findet die Lücke. Die Verlagerung, dann da ganz rüber auf die andere Seite, sehr clever, weil da sind wenige Rote. Und das spielen sie dann wirklich hervorragend zu Ende, kein anderes Wort. Und Schatkowski hat dann auch natürlich ein bisschen Glück, findet die Lücke. Keine Chance für den neuen Torhüter.